Wir freuen uns, dass Sie diesen Film aufgerufen haben und uns bei unserer Spurensuche begleiten wollen. Ich bin Christina Ponader, Leiterin des Netzwerks Inklusion Landkreis Tirschenreuth. Ich bin Friedrich Wölfel und arbeite ehrenamtlich im Netzwerk Inklusion mit. Gehen Sie einige Stationen mit uns mit bei der Spurensuche nach den oft unbeachteten Demokratieschätzen in unserer Region. Wir haben keine Schlösser oder Säle, in denen Verfassungen entworfen wurden. Wir haben auch keine anderen bekannten Symbole oder Gedenkstätten der demokratischen Erinnerungskultur. Und doch glauben wir, dass Demokratie sich auch an Orten entwickelt hat und ständig weiterentwickelt, die nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Wir suchen Orte der Verantwortung. Wir wollen Plätze, Gebäude und Räume in den Fokus rücken, in denen Demokratie gelebt wird. Wir wollen auf Orte aufmerksam machen, die für diese gelebte Demokratie stehen. Belebt von Ehrenamtlichen, von Aktivistinnen und Aktivisten, von Engagierten und kommunalpolitisch Interessierten. Wo sind im Landkreis solche Werkstätten der Demokratie über die gewählten Gremien hinaus? Wo sind die Orte und Räume, in denen die Software der Demokratie, Engagement und Bürgersinn sichtbar wird? Wo finden wir den Kitt, der unsere demokratische Gesellschaft eigentlich zusammenhält, unterhalb von Gesetzen und Parlamenten? Wo werden Grundrechte und Freiheiten wahrgenommen zum Wohle des Gemeinwesens? Gesucht und gefunden haben wir Orte, an denen politische, gesellschaftspolitische und soziale Verantwortung von BürgerInnen des Landkreises wahrgenommen wird. Mit dieser Facette einer etwas aktuelleren Erinnerungskultur wollen wir einen Beitrag leisten zur positiven Identitätsbildung für den Landkreis, mit Stolz auf das, was in gut 70 Jahren Demokratie bei uns bewegt wurde. Das Grundgesetz und seine Rechte und Freiheiten boten die Chancen dafür. Sie wurden immer wieder genutzt. Bei der Suche geholfen hat uns ein inklusiv besetztes Team. Mit ihm zusammen haben wir Personen und Orte aufgesucht, die stellvertretend für viele andere stehen. Unser Film zeigt das erstaunliche demokratische und zivilgesellschaftliche Potenzial direkt vor unserer Haustür. Es lohnt sich bestimmt, diese Spurensuche noch weiter zu betreiben. Emmy Bauer, Pionierin im Einsatz für Menschen mit Behinderungen. Emma Bauer, oder vielen auch als Emmy bekannt, ist eine Pionierin im Landkreis Tirschenreuth durch ihren vielfältigen Einsatz für Menschen mit Behinderungen. Wir wollen ihren Einsatz in und für die Selbsthilfegruppe Behinderte-Nichtbehinderte für den Landkreis Tirschenreuth e.V. und ihre Tätigkeit als erste Behindertenbeauftragte im Landkreis Tirschenreuth in den Mittelpunkt stellen. Natürlich ist damit auch ihr positives Wirken in und für die Lebenshilfe Kreisvereinigung Tirschenreuth e.V. und im Landratsamt verbunden. Ihr Engagement galt den Hilfsbedürftigen unserer Gesellschaft, in erster Linie den Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Jetzt genießt sie ihren Ruhestand. Wir haben WeggefährtInnen zu ihrem Wirken befragt. So, Emmy Bauer ist mir eigentlich gut in Erinnerung. Sie gehört zu den Frauen, die man nicht so leicht vergisst. Schließlich ist ihre eigene Behinderung für sie Anlass gewesen, sich andere Menschen mit einem Handicap anzunehmen und ihnen das Leben im Alltag zu erleichtern. Ihr Handeln sollte zu einem sicheren Wegweiser auch für andere Menschen im Umgang mit behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern werden. Für sie wurde sie zu einer engagierten Anwältin. Das kann man ruhig sagen. Sie hat sich in diese Sachen reingekniet. Sie hat viele Behörden abgeklappert und es war ihr keine Arbeit zu viel. Emma Bauer ist aufgrund eines Verkehrsunfalls im Jahr 1977 querschnittsgelähmt und daher auf den Rollstuhl angewiesen. Sie musste sich von einem Tag auf den anderen mit einer völlig veränderten Lebenssituation auseinandersetzen. Ihre Erfahrungen, die sie vor allem in der ersten Zeit als Rollstuhlfahrerin gemacht hat, haben sie veranlasst, im großen Bereich der Behindertenarbeit aktiv zu werden. Da auch andere Behinderte gleiche oder ähnliche Probleme hatten, war es ein kleiner Schritt bis zur Gründung einer Selbsthilfegruppe für Behinderte, Nichtbehinderte im Jahr 1983. Sie war von Anfang an als Gründungsmitglied mit in der Verantwortung. Zunächst als Schriftführerin, dann als zweite und erste Vorsitzende bis zum Herbst 1991.
Ihr Ziel war es stets, die Menschen näher zusammenzubringen. Sie wollte nie akzeptieren, dass Behinderte anders behandelt oder gar aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Frau Bauer zog sich aus der SAG zurück, als sie dann eine Vollzeitanstellung am Landratsamt erhielt. Frau Bauer meinte, die SAG war ein Selbstläufer, was sie auch heute noch ist. Auch sportlich war Emmy Bauer aktiv. Sie wurde bayerische Meisterin in Leichtathletik. Ihr Herz schlägt für das Hobby Rollstuhlbasketball. Ihre Haltung ist klar. Sie lebte stets nach dem Grundsatz, nicht nur Forderungen zu stellen, sondern bekannte sich auch zu den Pflichten. Wenn man gleichberechtigt sein will, muss man auch Pflichten auf sich nehmen. Zitat Emmy Bauer. Ein Schritt führte zum anderen. Emmy Bauer wurde erste Behindertenbeauftragte der Stadt Mitterteich, circa im Jahr 1985. Und damit auch die erste Behindertenbeauftragte im ganzen Landkreis. Ja, die Emmy Bauer war bei einer Rollstuhlmannschaft in Weiden dabei. Und die sind bayerischer Meister im Rollstuhlbasketball geworden. Und dann haben wir sie geehrt und haben sie mit dem Rollstuhl im Rathaus in den ersten Stock getragen. Und dann ist die Idee aufgedacht, Mensch, die Meister, die leben, trotz der Querschnittlähmung, die kann doch das anderen Behinderten auch vermitteln. Ja? Und haben gesagt, Mensch, das Behindertenbeauftragte, die Anregung kam auch aus dem Stadtrat mit. Und haben gesagt, machen wir eine Behindertenbeauftragte. Und die Frau Bauer hat sich bereit erklärt. Und so ist dazu gekommen. Weil wenn man nicht behindert ist, stellt man sich das gar nicht vor, was für Hindernisse, was für Barrikaden da sind, die den Leuten, die behindert sind, das Leben erschweren. Und die Bauer, Frau Bauer sollte uns aufzeigen oder sollte mit beitragen, dass solche Hürden beseitigt werden oder nicht mehr neu geschaffen werden. Ja. Die Frau Bauer hat nach ihrem Unfall eigentlich ihr Leben wieder neu in die Hand genommen. Ja. Und das war ein Beispiel. Ich habe es hinterher dann bei anderen Behinderten vermittelt zur Beratung. Ja. Ich habe gesagt, redet mal mit der Emmy Bauer, was da gegangen ist. Also in gesundheitlichen Fragen auch und dann auch, was man machen kann. Ja, und das hat sich bewährt. Also die Einrichtung eines Behindertenbeauftragten war ein Treffer. Ja. Frau Bauer stellt selbst die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit mit dem damaligen Bürgermeister Karl Haberkorn heraus. Ich zitiere, ich habe ja nichts Unmögliches verlangt. Natürlich hat man sich auch ab und an mal die Nase blutig geschlagen, weil man dachte, man muss mit Volldampf voraus und hat dabei die falschen Worte gewählt. Dies habe ich dann rasch eingesehen und geändert. Frau Bauer wurde zuverlässig in die Bauplanung mit einbezogen. Unter anderem bei den Gehsteigen, Tennishalle, Mehrzweckhallenbau, Hintereingang des Rathauses und Behinderten-WC. Ja, begleitet und auch angestoßen. Einzelne Dinge waren da. Ich kann mich noch erinnern, wie eines Tages ein Sehbehinderter gekommen ist und hat gesagt, Herr Bürgermeister, könnten Sie nicht auf die unterste Stufe der Treppe zu Ihnen rauf und auf die letzte Stufe einen weißen Strich machen lassen. Hat gesagt, warum? Hat er gesagt, dann sehe ich, wenn ich reingehe, sehe ich das viel besser. Haben wir gemacht, das ist ein Beispiel, ja, haben wir gemacht. Auf einmal sind ältere Leute gekommen, haben gesagt, Dankeschön, dass Sie das gemacht haben. Und gesagt, warum? Ja, jetzt, wenn ich reingehe, jetzt weiß ich, da beginnt die Treppe. Ja? Also das einfachste Dinge war das. Und ansonsten, es waren die vielen kleinen Dinge im Alltag. Das Haus, das keinen Aufzug hatte und wo eine Mieterin oder ein Mieter eben wirklich auf der Suche nach einer passenden Wohnung war. Sie hat sich um alles gekümmert und wir haben auch öfter telefoniert und sie hat mich gefragt oder umgekehrt. Ich sage ja, das war ein Geben und Nehmen und es war sehr effizient. Das heißt, sie war sehr bürgernah, sie war sehr ansprechbar für ihn. Also man kann wirklich sagen, sie war eine Anwältin der Behinderten. Weiterhin hat sie sich für den Bau des neuen Förderzentrums der Lebenshilfe in Mitterteich im Jahr 1999 eingesetzt. Aus ihrer bisherigen Arbeit war der Wunsch und die Erkenntnis nach einer Schule gewachsen, die Kindern mit Behinderungen lehrt und hilft, sich gesellschaftlich zu integrieren. Zitat Emmy Bauer: Nur wer sich in die Gesellschaft einfügt, nicht immer nur fordert, sondern selber macht, was er kann, mit seinen zur Verfügung stehenden Fähigkeiten, ist gesellschaftsfähig. Ihre Ansicht ist, unsere Gesellschaft lebt vom Nehmen und Geben. Doch das Amt war nicht immer einfach. Ihre Tätigkeiten und Ansichten wurden nicht immer so wertgeschätzt wie jetzt.
Die meisten hat das überhaupt nicht interessiert. Ja. Man hat die Behinderten ja gar nicht so wahrgenommen. So wie es heute ist, dass auch die Rolle spielen, dass sie halt dazugehören. Ja. Das hat es früher gar nicht so gegeben. Zu der Zeit hat man zum Teil die Behinderten versteckt zu Hause. Gell. Und da ist er aufgetreten mit dem Rollstuhl und selbstbewusst, wie sie war. Ne. War ganz toll. Emmy Bauers Amt und Wirken hat landkreisweit ausgestrahlt. Das hat eine ganze Weile gedauert, wenn ich mich recht erinnere. Es war dann schon mühselig, in manchen Gemeinden jemanden zu finden, dem man das Durchsetzungsvermögen und auch die Kenntnis und das Engagement zugetraut hat. Es ging schon ein paar Jahre. Ich erinnere mich dann, irgendwann kam auch auf Kreisebene der Beauftragte oder die Beauftragte. Das war eigentlich immer ein der. Sie hat natürlich auch mit den Organisationen wie Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt, Caritas mit uns zusammengearbeitet und wir haben sie da so gut es ging unterstützt oder haben auch mal an sie selbst noch ein Anliegen herangetragen, wo wir wussten, sie hat da das bessere Händchen. Sie brachte mit MitstreiterInnen vieles auf den Weg. Dafür erhielt sie 2002 das Bundesverdienstkreuz. Einblicke gibt Hannelore Bienlein-Holl. Ihr beispielhafter Einsatz für bis dahin oft vergessene Menschen führte sie zu ihrer späteren Tätigkeit im Landratsamt. Barrierefreiheit, das war ein Begriff, der zu einem viel benutzten Begriff wurde, den es galt, so zügig wie möglich in die Praxis umzusetzen. Ich erinnere mich, dass Emmy Bauer immer sehr herzlich und offen war. Und dieses Wesen machte ihr den Zugang zu vielen Menschen möglich und damit auch ihre Hilfe. Ich freue mich, dass sich des Öfteren in Gedankenaustausch und gegenseitige Hilfe und Unterstützung mit ihr kam. Meine ehrenamtliche Tätigkeit für die AWO, später als Geschäftsführerin, und die Wahl in den Kreistag Tirschenreuth erleichterte es uns, gemeinsame Anliegen zu verwirklichen oder auf den Weg zu bringen. Und es ist also an der Stelle dann auch abschließend wirklich für mich zu sagen, ein großes und ein herzliches Dankeschön an Emmy Bauer für ihre Arbeit. Tolle Arbeit. Tätige Hilfe in Krisenzeiten. Ein beispielhafter Einblick in das BRK-Impfzentrum. Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Tirschenreuth, unterstützt die Menschen in der Region durch umfangreiche Tätigkeiten seit Beginn der Pandemie im März 2020. Innerhalb weniger Tage oder manchmal sogar Stunden wurden Strukturen aufgebaut. Teststrecken, später Testzentren und Schnellteststationen, Behelfskrankenhaus, Impfzentrum. Auch für das BRK ganz neue Herausforderungen. Dabei halfen die grundlegenden Strukturen. Das BRK ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisiert und übernimmt öffentliche Aufgaben. Also für uns ist es im BRK dadurch spürbar, dass wir tatsächlich flächendeckend agieren können. Das BRK gibt es, selber gesagt, in jedem Winkel in Bayern und natürlich auch weit darüber hinaus. Aber dadurch sind wir in der Lage, und das haben wir jetzt auch in der Pandemie gesehen, tatsächlich dort Hilfe zu leisten, wo sie notwendig ist. Und zwar nicht mit einer Vorlaufzeit, sondern ad hoc und dann, wenn es notwendig ist. Als wir im letzten Jahr in die Krise hineingestolpert sind, muss man ganz klar so sagen, haben wir innerhalb kürzester Zeit viele vorhandene staatlichen Strukturen überfordert. Und die Wohlfahrtsverbände oder in diesem Fall mehr die Hilfsorganisationen waren zugleich von Beginn an gefordert. Also wenn ich da zurückdenke, als die erste Besprechung damals stattfand, ich glaube mittags sind wir noch im Landratsamt gesessen und um 14 Uhr standen wir im damaligen alten Feuerwehrhaus in Tirschenreuth und haben die erste Teststation aufgebaut. Diese Arbeit war notwendig, um Leben in dieser Krise trotzdem ganz normal weiterlaufen zu lassen. Und das wäre höchstwahrscheinlich nicht in der Qualität möglich gewesen,
wenn es Hilfsorganisationen Land auf, Land ab nicht gegeben hätte. So auch bei uns. Wie schafft das BRK, das so schnell einsatzbereit zu sein? Das liegt tatsächlich daran, dass wir beim BRK einfach sehr, sehr vielseitig sind. Es sind sehr, sehr viele verschiedene Menschen bei uns tätig, sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt. Und gerade im Ehrenamt ist es ja so, die haben meistens andere Berufe und jeder bringt in das Ehrenamt bei uns ein bisschen was mit. Expertise, Fähigkeiten und so weiter. Und dann, wenn es darum geht, schnell zu reagieren, dann schaut man einfach, wen kennt man, wer kann was. Und dann kann man das schnell und professionell umsetzen, einfach als Gemeinschaftsleistung. Man entwickelt sich selber enorm weiter, auch jetzt am Beispiel der Pandemie. Also all unsere Helfer, und ich merke es auch bei mir selber, man wächst über sich hinaus und man nimmt sehr, sehr viel für sich persönlich mit, ja. Ja, wir waren in Tirschenreuth ja lange Zeit ein Hochinzidenzgebiet, waren lange Zeit in ganz Deutschland im Fokus gestanden, auch in den Medien. Und unsere Uraufgabe als Rotes Kreuz ist ganz plump und einfach gesagt, wir wollen Menschen helfen. Und das hat man uns nicht geglaubt, muss man einfach so sagen. Es ist immer dargestellt worden, es war das Ganze mit Gewinnzielen verbunden, was es aber nicht war. Und wir in unserem Impfzentrum beispielsweise haben uns an die STIKO-Empfehlung gehalten und sind gemäß Priorisierung vorgegangen, weil es ja auch vorgegeben war. Und dann habe ich eine ganz schlimme Situation gehabt. Mich hat jemand angerufen und hat mir am Telefon gesagt, ich darf Leid umbringen, weil wir quasi seinen Angehörigen nicht impfen. Und es ist dann so dargestellt worden, sowohl mir gegenüber als auch unsere Mitarbeiter gegenüber, als wären uns Einzelschicksale oder schwerkranke Leute egal. Und das war es definitiv nicht und da sind wir alle sehr an unsere Grenzen gestoßen. Also man erlebt auch emotional sehr belastende Situationen, die man dann ein Stück weit auch mit nach Hause nimmt. Ja, also wenn wir es abfangen können, dann haben wir es abgefangen, haben uns dann die Personen rausgenommen, haben gesprochen und wir haben uns tatsächlich schon ziemlich früh auch eine Kommunikationstrainerin geholt, wo dann einfach jemand, der nicht ins Team gehört, jemand komplett fremd ist, die war aus Norddeutschland, wo er einfach zugehört hat und gesagt hat, okay, so und so könntest du dich jetzt verteidigen. Lass das nicht an dich ran und da haben wir uns dann eben trainieren lassen. Die Mitarbeiter zum Beispiel im Rettungsdienst, die sich ja tagtäglich der Gefahr ausgesetzt haben. Und vor allen Dingen, natürlich sind die mit Priorität dann geimpft worden im Januar oder Februar. Aber nichtsdestotrotz haben die fast ein Dreivierteljahr tagtäglich mit dieser Gefahr gelebt, infiziert zu werden. Und leider hat es auch welche erwischt. Und das macht schon auch deutlich, wie engagiert Menschen in ihrem Beruf stehen müssen, um für die gesamte Gesellschaft im Landkreis sowas gewährleisten zu können. Und das ist halt nicht einfach ein Job, sondern das ist mehr, deutlich mehr. Was hilft, um diese Hilfe über so lange Zeit zu leisten? Weil die Ehrenamtlichen natürlich an den Punkt kommen, wo es heißt, ich kann das punktuell machen. Wenn heute Nacht mein Piepser geht und ich alarmiert werde, dann laufe ich los und dann kannst du dich auf mich verlassen. Aber wenn ich das jetzt ein Jahr lang kontinuierlich machen soll, dann funktioniert das nur, haben wir auch, wenn Arbeitgeber sich bereit erklären, Mitarbeiter freizustellen, auch über die lange Zeit. Und auf der anderen Seite nur durch dieses zivilgesellschaftliche Engagement, dass die Situation, wenn wir Menschen aufgerufen haben, uns zu unterstützen, dann haben wir nicht darauf warten müssen, sondern wir haben Response bekommen und wir haben die Menschen gefunden, nicht nur aus der Organisation, sondern auch außerhalb der Organisation und sind natürlich froh, dass wir das jetzt in der Organisation haben, weil die haben die Krise letztendlich mit zu bewältigen geholfen. Was ist die Motivation der Ehrenamtlichen? Für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass ich aktiv selber im Kampf gegen Corona mithelfen will vor Ort. Man hat erlebt, was der Landkreis bei uns durchgemacht hat. Und da hat sich für mich die Frage eigentlich gar nicht gestellt. Da habe ich einfach gesagt, da muss ich mithelfen. Man trifft einfach die verschiedensten Menschen und hat mit denen und muss mit denen zusammenarbeiten in die gewissen Situationen, wo man sich vielleicht jetzt im Privaten überhaupt nicht anfreunden würde oder so. Und das war zum Beispiel das Interessante jetzt da im Impf- oder im Testzentrum, die verschiedensten Menschen und in kürzester Zeit ist da ein super Team entstanden und jeder hat mit jedem zusammengearbeitet und da hat es überhaupt keine Probleme gegeben. Das heißt, diese gemeinsame Aufgabe verbindet ein Stück weit, dass man sagt, wir arbeiten alle am Gleichen und
Da halten wir zusammen und da sparen wir zusammen. Ja, und ja, auf jeden Fall. Jetzt gerade im Impfzentrum hat jeder gewusst, worum es geht, mhm, warum wir das machen und dass wir alle wieder unser normales Leben, sag ich mal, zurückhaben möchten. Und deshalb hat das wirklich super funktioniert, ja. Ja, grundsätzlich bin ich ja so eigentlich lebenlang beim Roten Kreuz. Bin ja als Kindesalter zum Berg gerade zugekommen. Seitdem begleite ich alle möglichen Funktionen hin und her, von kleinen Pflasterkleben bis hin zu irgendwas organisieren. Und letztendlich bin ich in der Corona-Krise über den Krisenstab dann weitergerutscht zu Testzentren und dann letztlich zum Impfzentrum. Es ist halt normal zu sagen, man hilft anderen, man macht anderes Zeugs, man legt sich nicht am Strand oder an Gizibidje oder sonst was, sondern man geht halt auf die Sanddienst. Viele Kinder verstehen es nicht und sagen dann mehr oder weniger, du spinnst. Und dann wandelt sich das Ganze aber und sie sehen, es ist ein Job, ich mache ihn zwar nicht machen, weil ich gerne lieber saufen. Ob es Gott deswegen gibt, der das macht. Und dann ist schon eine gewisse weite Anerkennung da. Welche Wertigkeit hat das Ehrenamt im BRK? Für mich ist das Thema und das gibt es nicht als Grundsatz, aber ich glaube, das gehört in unsere tägliche Arbeit. Das ist das Thema oder das Stichwort Partizipation. Leute mitzunehmen, zu sagen, wie egal an welcher Stelle im Verband, können die eingebunden werden. Und übertragen auf die Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt bedeutet das, dass zum einen natürlich die 7 Rotkreuz-Grundsätze für alle gelten, sowohl ehren- als auch hauptamtlich. Und eine erfolgreiche Zusammenarbeit oder auch eine erfolgreiche Aufgabenerfüllung braucht Augenhöhe. Es braucht Beteiligung aller Gremien, eine gemeinsame Zielrichtung, in die man gemeinsam gehen kann. Es braucht Wertschätzung und es braucht ein hohes Maß an Vertrauen. Andererseits ist es für uns im Verband auch wichtig, dass es Hierarchie geben muss. Denn das Rote Kreuz unterscheidet zum einen in Führungs- und in Leitungskräfte. Und die Führungskräfte sind für uns zwingend notwendig im Krisenfall. Im Krisenfall haben wir nicht Zeit, uns um den Tisch zu setzen und zu diskutieren und demokratisch zu entscheiden, was wir tun, sondern Führungskräfte müssen in der Hierarchie strukturiert erlebbar machen oder sofort entscheiden, was notwendig ist in dieser Situation. Dafür sind sie geschult und dafür sind sie gut ausgebildet. Und auf der anderen Seite aber die Leitungskräfte, die dann sozusagen die Vereinsarbeit leisten und nicht nur die Vereinsarbeit, sondern natürlich auch in der hauptamtlichen Struktur die Leitungsaufgabe wahrnehmen. Und das ist wiederum natürlich durchgängig geprägt von Partizipation und Beteiligung. Herr Schädel geht noch einen Schritt weiter und sagt, die Ehrenamtlichen tragen in der Organisation die Hauptverantwortung. Damit sind vor allem die auf allen Verbandsebenen existierenden ehrenamtlich besetzten Vorstände gemeint, die hauptverantwortlich über Wirtschaftsplan, strategische Ausrichtung und Jahresabschluss entscheiden. Natürlich werden Aufgaben an Geschäftsführung und MitarbeiterInnen delegiert, aber im Kern sei es eine ehrenamtliche Organisation. Und im BRK-Kreisverband, welchen Stellenwert hat da das Thema Ehrenamt? Ist das was Wichtiges? Ist das was, was neben Hauptamt läuft? Ich denke, das ist eine der Hauptsäulen, weil ohne Ehrenamt würde einiges gar nicht funktionieren. Weil es sonst zu teuer wäre oder weil man sonst zu wenig Leute hätte? Oder? Zu wenig Leute. Ein Kostenfaktor spielt natürlich in unserem Land auch eine große Rolle. Welche Wertigkeit hat das Thema Ehrenamt in der Gesellschaft? Ist dieses Engagement auch aus politischer Sicht genügend wertgeschätzt oder ist es bei dem Applaus vom Balkon geblieben? Es ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass es nicht mit einem Dankeschön abzustellen ist. Den Akteuren gegenüber, wie jetzt zum Beispiel der Leitung von dem Impfzentrum, auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, das hast du super gemacht oder das machst du super, wir sind ja noch nicht am Ende. Aber auf der anderen Seite glaube ich und leite daraus auch ab, dass politisch gesehen vieles passiert ist in den letzten Jahren, wo man solche Strukturen versucht hat zurückzubauen, weil Katastrophenschutzstrukturen eigentlich ja nur Geld kosten.
Und jetzt in der Krise haben wir gesehen, wie wichtig diese Strukturen sind. Und ich glaube, dass viel mehr Gewicht als ein Dankeschön hat, dass politisch jetzt daran gearbeitet wird, dass diese Systeme gestärkt und in Zukunft gut vorgehalten werden und nicht geschwächt werden in der Gesamtheit der Daseinsvorsorge. Schätzt die Gesellschaft das Thema Ehrenamt und Engagement? Oder? Ich würde sagen, in den letzten Jahren hat es etwas abgenommen. Und ich hoffe, dass da die Wertigkeit in der Gesellschaft wieder etwas mehr in Vordergrund sieht. Man hört es ja in den Medien, wie Ehrenamtliche, sei es Feuerwehr, Rettungsdienst, wie die angepöbelt, beschimpft werden oder attackiert werden. Und das ist eigentlich eine traurige Entwicklung in unserer Gesellschaft. Und da muss man eigentlich dagegen steuern. Was könnte man dagegen tun? Ich sage mal, mehr Aufklärung, die Leute vielleicht auch motivieren, dass sie sich da mal Gedanken machen, etwas uneigennützig zu machen, sondern an den Nächsten zu denken. Wenn ich rausgehe, dann weiß ich für mich, ich mache was gut. Und ich weiß, dass fürs Außenrum auch eine Wertigkeit da ist. Und man hofft sich halt immer, dass die Wertigkeit wieder zurückgespiegelt wird. Oder ein Stück weit Anerkennung. Also man braucht jetzt nicht jedes Mal Lob oder so, weil man es ja trotzdem einfach freiwillig macht. Aber so nicht einfach Schulterzeit dran, sondern einfach mal all auch und weitergehen. Das reicht vollkommen aus, weil mehr fordert man ja gar nicht. Sonst würde man es auch nicht einfach gern machen. Was ist die Rückmeldung hier im Impfzentrum? Gibt es da mehr Dankbarkeit oder mehr Nörgler? Oder wie ist da so das Verhältnis? Grundsätzlich ist die Arbeit der Rinder wertgeschätzt von der Bevölkerung. Es gibt sehr viele, die auch nachträglich unser Feedback geben, weil schön, dass es organisiert ist, weil gut, dass sie durchkommen. Das sieht man ja zum Beispiel unten an unserer Wand, den wir haben, da war einfach die Leute draufschreiben. Einfach ein Danke draufschreiben. Natürlich. Aber dieses, was halt wie nicht steuern, Kinderleiter, das, was aber unten also nicht unbedingt zu Ohr kommt, ist das ganze organisatorische Thema mit Impfstoff und so weiter. Wir können weder irgendwelche Impfstoff mischen, nur können wir dafür sorgen, dass wir zu diesem Zeitpunkt zu viel Impfstoff haben. Wir können darauf einwirken, das probieren wir. Aber das ist das einzige Negative, sage ich jetzt mal, der Herr Renner, wo man wahrscheinlich aber nicht sagen kann, dass man der Bevölkerung direkt einen Vorwurf machen kann oder einzelnen Personen. Weil wie, wer, wo, was entscheidet, das ist ja nicht nach außen getragen, sondern es sind interne Abläufe, die wir halt von oben einfach herabgeben werden. Das Miteinander von Haupt- und Ehrenamt. Wie sieht es aus? Wenn es heißt, morgen übrigens jetzt 850 Leute impfen, statt die anvisierten 200, dann probieren wir halt über Nacht nur schnell Impfkapazitäten zu schaffen, irgendwelche Leute irgendwo herzukriegen und so. Das haben wir bei einem Thema, ja, da kommen halt Ehrenamtliche oder auch die Hauptamtlichen mit einer und besetzen zusätzliche Stellen, weil wir es halt einfach können, weil wir sagen, wir haben die Kapazität, die Ressourcen. Es ist zwar zeitlicher und personeller ein riesiger Aufwand, vor allem das Kurzfristige, die Kurzfristigkeit, aber letztendlich ja, sind wir in einer guten Struktur daheim und dadurch fällt nichts. Ein wichtiges Strukturmerkmal ist Transparenz. Zentral sind die Themen Kommunikation und gegenseitige Achtsamkeit. Wir nutzen Microsoft Teams als Kommunikationsstruktur eben und schreiben auch E-Mail-Newsletter. Also die Leute werden bei uns immer 2 bis 3 Mal die Woche über die Neuigkeiten informiert, dass alle am gleichen Stand sind, sowohl Haupt- als auch Ehrenamt. Und wenn es was gibt, dann fragt man halt nach. Wir verbringen ja doch viel Zeit miteinander, das haut dann schon hin. Das heißt einerseits diese Transparenz, aber andererseits auch eben diese Zuwendung und dieses Aufmerksamsein für den anderen ist was ganz Wichtiges. Ja, das schafft man selber als Leitungskraft tatsächlich nicht immer. Also es ist mir ein paar Mal aufgefallen, wenn du einfach deinen Tunnelblick hast und versuchst, wieder irgendwas umzusetzen. Aber da ist das Team, hat wirklich diesen Teamgeist und fängt sich auch gegenseitig auf. Oder kommt dann mal zu mir, stupst mich an und sagt, hey, ich glaube, dem geht's nicht so gut, frag doch mal bitte. Also da ist man gegenseitig schon sehr aufmerksam, ja. Die Arbeit im BRK ist stark wertebasiert. Sind die Werte des Roten Kreuzes explizit demokratisch? Gibt es da Verbindungslinien? Explizit würde ich nicht sagen, aber wenn wir jetzt mal die 7 Grundsätze anschauen, dann
zeigen die schon, dass vor allen Dingen ein Miteinander herrschen soll im Roten Kreuz und damit, denke ich, Grundzüge einer demokratischen Organisation dargestellt sind. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch sagen, dass in den Satzungen zusätzlich über die normalen Werte hinaus ganz klare demokratische Strukturen hinterlegt sind. Und dadurch, dass wir zum Beispiel alle 4 Jahre wählen, auf allen Verbandsebenen, ja, letztendlich durch und durch demokratisch organisiert sind. Und die Verbindung zwischen Engagement und Ehrenamt und Demokratie geht tiefer. Das ist, glaube ich, mit eine Grundsäule, eine Basis für eine Demokratie. Inwiefern? Dass man einfach das Miteinander und gewisse Freiheiten und Annehmlichkeiten in der Gesellschaft nur erreichen kann, wenn man sich engagiert und auch mal selbstlos was macht. Das heißt, im Grunde gehen wir nicht davon aus, dass wir nur Rechte haben, sondern wir haben gewisse auch Pflichten. Pflichten, richtig. Und eine der Pflichten, sage ich mal, ist auch die Nächstenliebe, der Dienst am Menschen. Eine wichtige Stütze und ein gesellschaftlicher Kontrapunkt: Selbsthilfegruppensucht. Ein oft unterschätztes persönliches und gesellschaftliches Problem sind Suchterkrankungen und ihre Auswirkungen. Dazu gibt es ein umfassendes Hilfesystem, das aber für Außenstehende nicht immer ersichtlich ist. Die Selbsthilfegruppen spielen hier eine zentrale Rolle als ehrenamtliche Ergänzung zu den professionellen Angeboten. Die Selbsthilfegruppe ist nach dem Entschluss, sich helfen zu lassen, der zweitwichtigste Baustein eines Suchtkranken. Für mich ist es so gesehen die Medizin für die Krankheit, die wir mir haben. Denn ohne Medizin wäre man nicht gesund. Und es dient dazu, eben über die Probleme, die entstehen, nachhinein. Früher haben wir ja ein Suchtmittel gehabt, das fällt weg. Da ist die Selbsthilfegruppe, wo jeder in dem Bereich geschützt ist und wo ich über die Probleme, die entstehen, sprechen kann. Im Familien- und Bürgerzentrum mittendrin in Chemnat gibt es allein 3 Selbsthilfegruppen zum Thema Sucht. Den Kreuzbund, die anonymen Alkoholiker und Al-Anon, eine Gruppe für Angehörige. Ich bin 12 Jahre als Bierfahrer drinnen gewesen und ich möchte auch das nicht vermissen, euch als Nichttrinker, als Bierfahrer. Es ist ein wenig ein Idiotenstickel, aber es war so. Und ich bin froh, dass ich heute den Weg gemacht habe. Und zu der Gruppe, wenn wir zu der Gruppe gekommen sind, das war die Frau Wein, die hat mich da angeregt, von bereit her. Wir stehen im Internet, sind wir drinnen. Und Voraussetzung ist die Ehrlichkeit zu sich selber, nicht für andere, sondern für sich selber. Und Kontakt aufnehmen. Wir rufen einige an, aber es sind viele, die waren dann entweder sich scheuen oder nicht trauen. Ich war selber so. Die Scheu ist da ganz, ganz groß, muss ich echt sagen. Und ich habe von der Scheu, ich habe überhaupt keine mehr, weil ich gehe halt ins Leben rein, weil ich habe gern durch das, einfach mutiger zu sein. Ne? Weil ich brauche mich für mein Alkoholproblem, brauche ich mich nicht schämen, Gottes Willen, ganz gewiss nicht. Ja, ich bin zum Kreuzpunkt gekommen wegen meinem Aufenthalt in Wollershof und da war ein Kollege, der Herr Karl Heinz, der hat damals den Kreuzpunkt vorgestellt und dann, wie der Freigang war praktisch, da sollte man eine Gruppe besuchen. Und da bin ich zum Kreuzpunkt gegangen. Mir hat die Gruppe gefallen, weil altersmäßig auch, obwohl in Weiden, wir hatten da schon altersmäßig Strukturen, kann man sagen, von 25 bis 70 Jahren in der Gruppe. Die Jüngeren haben sich teilweise wieder verlaufen, aber es kommen immer wieder neue dazu. Man sieht, ein gewisser Stamm ist da, da sind immer bei einer Gruppe zwischen 10 und 6 Leuten sind immer da. Und ich habe mich engagiert, ich fahre jedes Monat
einmal nach Wollershof in Kreuzbund vorzustellen. Man bekommt auch großen Dank von Wollershof, dass man kommt. Also die sind sehr vom Kreuzbund angetan. Und es ist halt so, wenn man helfen kann, das ist so meine Sache, dann soll man helfen. Mir ist auch geholfen worden. Doch wir weiten den Blick. Ist ein Mensch von einer Suchterkrankung betroffen, wird auch die ganze Familie durch die Situation belastet. Die wichtigste Sache ist, dass man die Angehörigen mit einbezieht. Sie bekommen meistens alles ab, den ganzen Druck des Suchtkranken, aber auch von dem Umfeld. Sie haben immer das Gefühl, eigentlich sind sie fast mit an dem schuld, weil der Partner oder die Partnerin das Suchtproblem hat. Und da ist ein ganz, ganz tiefer Graben entsteht da und den versuche ich aufzufüllen mit gegenseitigem Respekt wieder, dass man sie zusammenführt, was man normal kitten kann. Das ist ganz, ganz wichtig, dass sie verstehen, warum ist es so als Suchtkranker und umgekehrt auch, wenn man dann das Suchtmittel frei hat, um das zusammenzuführen. Viele tun sich schwer, einfach Entschuldigung zu sagen, was auch ganz, ganz schwierig ist, weil das, was man getan hat, kann man nicht mehr ändern. Man kann nur zeigen, dass man was gemacht hat und wie das weitergehen soll. Ich möchte auch sagen, das macht meine Frau. Der hat zwar gesagt, da wird man nie immer kommen, aber das ist selbstverständlich, wenn heute Freitag ist, dass meine Frau selbstverständlich mit in die Gruppe geht. Und wenn ich meine Frau nicht hätte, würde ich schon lange nicht mehr leben. Weil ich auf Entzug verpasst habe mit meiner Cousine, da habe ich 47, stolze 47 Kilo gehabt. Und da bist du nicht mehr viel, da bist du ein Wind im Schatten. Ja, das Problem ist, Sucht ist an und für sich ein Fremdwort, auch in der Familie. Es wird leider Gottes in der Familie auch zu wenig darüber gesprochen. Ich selber habe es erlebt, also meine Kinder haben mich kein einziges Mal angesprochen. Du Vater, ich glaube, du trinkst zu viel Alkohol, könntest du dich ein bisschen zurückhalten. Das war nicht der Fall. Das Einzige war die Frau, wo mich dann immer wieder angesprochen hat. Und dann habe ich mir gedacht, na lass sie nur reden. Ja. Aber das auch in der Bevölkerung, also ich bin in sehr vielen Vereinen arrangiert und es wird ja auch in der Bevölkerung zu wenig darüber gesprochen. Ja. Und leider Gottes, wenn es der Fall ist, dann wird hinterm Rücken darüber gesprochen, aber nie offen. Zum Ersten mache ich Suchtprävention für die Jugendlichen, für die Lehrlinge. Dann bin ich für die Vorgesetzten Ansprechpartner, weil jeder hat sozusagen seinen Kamerad, wo er nicht genau weiß, was soll ich denn tun mit ihm. Und das alles unter vier Augen, dass man sagen kann, was kann man denn tun, um überhaupt dazu bewegen, dass er selber mal für sich überlegt, ob er so weitermachen möchte. Und für uns als Suchtkranke bin ich auch Ansprechpartner und im niederschwelligen Bereich, dass sie einfach mich kontaktieren. Wir sind dann draußen mal Gespräch, um überhaupt, viele wollen erst mal wissen, bin ich denn schon so weit oder was kann ich denn tun? Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ich da zwischendrin fungiere und ich bin auch schweigepflichtgebunden. Die ganze Ausbildung ist zwar wichtig, aber das Wichtigste an sich habe ich bei mir. Ich bin einer von Ihnen. Ich bin selbst ein Suchtkranker und bin trockener Alkoholiker und das bricht alle Dämme. Wenn ich ins Gespräch komme mit Ihnen, ich kenne mich aus, ich weiß, wie was funktioniert, warum wir so ticken, dann bricht sofort eigentlich der Damm und Sie können frei sprechen mit mir. Ich bin eigentlich in jeder Selbsthilfegruppe im Landkreis tätig, wo Sie mich kennen, dass immer wieder, wenn jemand suchtkrank ist und sucht eine Gruppe, ich begleite Sie in verschiedene Gruppen, Sie sollen sie sich anschauen, weil beim ersten Mal funktioniert das meistens. Da denkt man, ja, das ist nichts für mich. Und erst nach längerem Besuch merkt man, ach, das ist doch ganz nett. Und es ist für mich wichtig, dass ich sie da begleite, dass sie sich selber dann aussuchen, diese Gruppe passt. Und erst dann lasse ich sie sozusagen los und sie können sie selber in die Hand nehmen. Dass man nicht eine Therapiegruppe aufsucht, und nicht bloß kurzfristig, sondern halt wirklich langfristig. Man ist das ganze Leben lang alkoholkrank. Also es ist keine Grippe, die dann weg ist, sondern man bleibt bis
zum Ende bleibt man krank. Das kann man nur durch Eigeninitiative, durch Trockenheit, kann man das bekämpfen. Und da ist die Gruppe das Beste. Weil so, wenn du keine Selbsthilfegruppe aufsuchst, dann fällst du gleich wieder in den alten Trott rein, triffst deine Kumpels, die überreden, irgendwann lässt sich dann mal wieder überreden und so habe ich einen Kreuzpunkt hinter mir, immer im Kopf, dass ich eigentlich für einen Kreuzpunkt bin und dass ich trocken bleiben soll. Und das ist eigentlich eine gute Hilfe für mich, dass man da abstinent bleibt. Erste Regel, ausreden lassen, einer nach dem anderen. Jeder kann alles sagen, was ihn bewegt. Alles, was gesprochen wird, bleibt in der Gruppe. Es wird nichts nach außen erzählt, das ist ganz wichtig. Das Vertrauen muss da sein, dass man einfach weiß, wenn ich in der Gruppe mich zu irgendwas oute, dass das dann auch in der Gruppe bleibt. Das ist wichtig. Rituale, ja, vielleicht als Ritual kann man bezeichnen, unser sogenanntes Blitzlicht. Wenn jeder kurz sagt, weil es ihm gerade in dem Moment geht, das ist vielleicht ein Ritual. Aber sonst ist eine ganz normale, offene Diskussion, Gesprächsführung zu dem Thema, was jeden Einzelnen gerade an dem Tag bewegt. Unsere Treffen, unsere Zusammenkunft zum Thema Alkoholkrankheit, Alkoholsucht hat ganz eine wichtige Funktion in der Gesellschaft, um das Thema einfach ernsthaft weiterzubringen. Um die ganze, Anführungszeichen, Lockerheit, sage ich mal, beim Umgang mit Alkohol einfach wegzunehmen. Alkohol ist ein schwieriges Thema, Alkohol macht krank und das in der Gesellschaft und in der Demokratie weiterzubringen, ist unsere Aufgabe, ist nicht immer leicht. Demokratie heißt auch, wenn einer seinen Alkohol trinken will, dann will man halt auch trinken, glaube ich. Aber auf die Gefahren hinweisen und immer wieder den Finger in die Wunde legen, glaube ich, ist das Einzige, was hilft. Immer wieder Finger in die Wunde, also kein Zeigefinger, du, sondern einfach sachlich bleiben und sagen, braucht's das? Weil so ein berühmter Kabarettist immer sagt, ja, braucht's das? Wie ich schon gesagt habe, es ist halt vieles Kommerz und die Lobby, die haben halt eine, hat in Deutschland halt auch eine große Macht. Wenn es ums Geld verdienen geht und so, dann ist die Gesundheit vielleicht an zweiter Stelle. Ich bin jetzt seit 2003 bin ich auch als Mesner tätig, das weißt du ja auch. Ne? Und da haben sie hinten an der Kirche die Augen gesagt, na, jetzt ist der Richter schon drin, weil der braucht der Pfarrer seinen Wein nicht mehr selber trinken. Da bin ich hingegangen zu der Frau und gesagt, sie soll mal ein wenig vorsichtig sein mit den Vorurteilen, weil die Vorurteile sind die im Außenbereich ganz, ganz schnell. Und das, wenn ich da was höre, dann gehe ich zu der Person hin und da die berichtigen. Und wenn sie was wissen will, dann kann sie mich fragen. Sagen wir mal so. Jeder weiß vom Nachbarn, dass er zu viel trinkt. Aber keiner traut sich da drauf ihn ansprechen. Meinst du, du trinkst nicht zu viel? Das war von mir auch so. Von mir haben die ganzen Leute gewusst, dass ich zu viel trinke. Aber keiner hat mich angesprochen. Nach der Therapie, wie ich jetzt abstinent lebe, da kommen sie jetzt auf einen zu. Gell, da, wo wir sie getroffen haben, da hast du auch schon, bist du angetrunken gekommen. Da müsste offen und früher geredet werden mit den Personen. Es wäre auch schön, wenn man einen Bürgermeister oder einen Stadtrat, wenn man ihn einladen würde, dass auch die sich mal zeigen. Ich möchte auch eine Wertschätzung von der Gruppe geben, wie dankbar wir sind, dass wir so einen Raum bekommen. Und das ist nämlich nicht selbstverständlich. Mehr Mitgefühl wieder. Die ganze Gesellschaft, finde ich, hat nur noch die Ellenbogen draußen und jeder schaut auf sich und nicht mehr zum Nachbarn. Und das ist für mich schon ganz, ganz wichtig, dass man wieder das Gefühl von einem Miteinander hilft, dass alle dabei sind im Boot, die Kleinen, die Schwachen, die Kranken sozusagen, eigentlich was uns mitgegeben ist als Mensch, dass man das wieder ausgräbt, weil das hat jeder in sich. Wir sprechen noch einmal mit Altlandrat Karl Haberkorn. Vorher noch seine deutliche Aussage 1980, damals als Bürgermeister, vor Tausenden, zum Teil aufgebrachten StiftländerInnen, zu seiner Aufgabe und seiner Haltung zum Zwischenlager für Atommüll. Unsere Aufgabe ist es,
von Seiten des Stadtrates und von Seiten des Bürgermeisters, Schaden von den Bürgern, von dieser Stadt, von unserer Heimat abzuwenden. Unsere Forderung ist, die Entscheidung muss unten getroffen werden. Unter maßgeblicher Beteiligung der Stadt und der Bürger, die hier an dieser Anlage auf jeden Fall stark betroffen sind. Wie sind Sie als Kommunalpolitiker mit Forderungen aus der Bürgerschaft umgegangen, die aus sachlichen Gründen unerfüllbar sind? Vielleicht ist Ihnen ein Beispiel in Erinnerung? Ja, wenn ich da zwei Beispiele nennen kann, aus meiner Tätigkeit als Landrat, als wir das Krankenhaus, Akutkrankenhaus in Erbendorf umgewandelt haben in ein geriatrisches Reha-Krankenhaus, gab es natürlich riesige Widerstände. Ja, die Bevölkerung war aufgebracht, der Rundfunk war da, Fernsehen war da. Und eine Stunde vor der Entscheidung im Kreistag musste ich noch von 12 bis 1 im Fernsehen und im Radio der Rede und Antwort stehen, in Erbendorf vor der Bürgerversammlung. Ja. Die Halle war voll, natürlich. Ja. Und wir haben gesehen, als politisch Verantwortliche, das Haus mit 64 Betten kann als Akuthaus nicht weiter bestehen. Ja. Gut, das war der Streit zwischen Erbendorf und Kemnath. Aber der war letztlich schon entschieden auf politischer Ebene. Und dann haben wir gesagt, was machen wir denn in Erbendorf? Ja, und dann haben wir versucht, da einen Ersatz zu kriegen mit dem geriatrischen Reha-Zentrum. Ne? Aber da waren die Leute natürlich massenhaft dagegen. Ja? Hinterher hat sich herausgestellt, ja, dass sicher eine Entscheidung war, die Zukunft gerichtet war. Ne? Gab es auch schwierigste Situationen? Zum Beispiel ein Atommülllager, ne? Da ist ich persönlich angegriffen worden, natürlich schwerstens angegriffen worden. Das hat schon Narben hinterlassen. Ne? Könnten Sie die Situation und Dynamik des zivilgesellschaftlichen Engagements im Landkreis insgesamt einschätzen? Ob ich das an einem Ereignis festmachen kann, weiß ich nicht. Aber es hat sich viel bewegt damals, auch nach der Zeit. Wir haben danach zum Beispiel eine Partnerschaft mit England gemacht, hier in Mitterdeich, ja. Und dann waren andere Partnerschaften, ja, die sich grenzüberschreitenden Arbeiten, auch nach 91. Ja. Das hat natürlich einiges bewegt, auch ehrenamtlich ist da viel passiert. Es ist im sozialen Bereich etliches passiert, hat sich was getan. Wenn ich daran denke, die Hospizarbeit, die da neu aufgebaut worden ist, ne. Oder auch andere Sachen, Lebenshilfe, ja, vieles anderes mehr hat sich da entwickelt. Und es ist nicht nur in diesem Bereich hat sich etwas getan, sondern auch, ich denke zum Beispiel im kulturellen Bereich, Heimatpflege, Heimatforschung, da hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten etliches aufgebaut, weil die Leute wissen wollen, wo kommen wir denn her. Ja? Und auch in anderen Bereichen, ja, wenn man dran denkt, Bernau, ja, diese zweisprachigen Theateraufführungen, ja, und vieles andere mehr. Also, es hat sich unwahrscheinlich viel bewegt. Ja. Gerade im sozialen Bereich ist natürlich auch mehr Bewusstsein gewachsen. Ja. Auch für die Menschen mit Behinderung, aber auch für Bedürfnisse der Familien. Wenn ich zum Beispiel an das Mittendrin in Kemnath denke, das ist eine super Sache. Ja. Auch im Behindertenbereich, Seniorenbereich. Ja. Tafel ist entstanden. Also, ja, die Tafel auch. Ja, vieles gehört da dazu. Aber auch im Bereich Kultur hat sich sehr viel entwickelt. Unser Projekt Orte der Verantwortung wollte an Beispielen zeigen, wie zivilgesellschaftliches Engagement die Demokratie in Schwung hält. Was wünschen Sie dem Landkreis in dieser Hinsicht? Ich wünsche mir, dass das wieder so lebhaft wird und so lebendig wird, wie es vor Corona war. Es kann natürlich Einschnitte bringen. Unabhängig davon gibt es viele Vereine, Organisationen, die von der Altersstruktur her oder auch von den Aufgaben her einfach dann nicht mehr, keine Zukunft mehr haben. Aber es entstehen neue, man sieht es ja auch überall. Die Individualisierung geht natürlich voran. Ja, ich hoffe, dass das Gemeinschaftsleben da nicht so sehr beeinträchtigt wird. Ich habe diesen Tag mit einem Vorsitzenden vom Sportverein gesprochen. Der hat gesagt, bei uns wurdelt es am Sportplatz. Wir haben 200 Kinder und Jugendliche hier in Mitterdeich, ne? Allein bei dem Sportverein. Und bei uns, in Steinmühle, bei den SV Steinmühle, sind 90 Kinder und Jugendliche, die da Fußball spielen. Ja? Mädchen und Buben, da buddelt es. Ne? Also ich hoffe, dass sich das, so wie es vor der Pandemie war, dass sich das auch weiterentwickelt und dass wir in eine gute Zukunft gehen damit. Ne? Für einen 80-Jährigen
sieht man, ist alles ein bisschen leichter, mehr rosa. Das ist klar, wenn man in die Vergangenheit zurückschaut. Es gibt genügend Aufgaben für die jungen Leute.